Wenn ihr immer schon mal wissen wolltet, wie ihr eure erste Seite im Power BI Report mit den wichtigsten Wishes befüllen könnt, dann seid ihr hier genau richtig. In diesem kurzen Überblicksvideo zeige ich euch anhand einer Report-Seite, wie ihr mit den gängigen Wishes schon bereits erste wertvolle Insights bekommt. Gehen wir rein! Willkommen bei Report mit Power BI. Ich bin Bernd und ich möchte euch auf diesem Kanal als einer der einigen wenigen deutschsprachigen Kanäle zeigen, was ihr mit Power BI machen könnt, ob es jetzt der Desktop-Client ist, die Erstellung von Berichten, ob es das Veröffentlichen ist auf dem Webservice oder auch die ganzen anderen Aspekte von Power BI. Heute geht es um das Thema Report Building, sprich, wie könnt ihr auf einer Seite hier bereits wertvolle Informationen generieren. Und ohne weitere Umschweife zeige ich euch jetzt, was ich damit meine. Was ihr hier bei mir seht, ist eine Seite mit einem Report, wo ich bereits einige Visuals platziert habe. Die verschiedenen Visuals, die ihr seht, möchte ich euch kurz vorstellen. Wenn euer Thema ist, dass ihr datengetrieben, also so strukturiert, eine Art Tabelle, wie ihr es ja im Prinzip ja bereits von Excel kennt, vorgehen wollt, dann habt ihr mit der Matrix eine sehr gute Idee. Bevor wir weitermachen, wenn ihr zum ersten Mal hier seid oder erstmal hier seid, überlegt euch eventuell diesen Kanal zu abonnieren, um eben neue Videos zu bekommen zum Thema Power BI immer am Puls der Zeit. Zurück zu unserem heutigen Thema. Auf dieser Seite seht ihr diese Matrix. Eine Matrix wird platziert, indem ihr hier dieses Visual auswählt hier. Das ist diese Matrix. Die Matrix könnt ihr euch vorstellen, das ist die Pivot-Tabelle von Power BI, weil die Matrix Zeilen hat und Spalten. Seht ihr, mit denen ihr arbeiten könnt. Und das ist schon ein richtig schöner Vorteil. Das heißt, ihr seht hier in den Spalten das Transaction hier, in den Zeilen seht ihr die Marke, in dem Fall von Automobilen. Ihr könnt es, wie ihr das von Pivot kennt, aber auch dann so kopieren, wenn ihr wollt, dass ihr das Ganze hier so generiert, hier so aufbröseln oder in dem Fall jetzt die Marke hier in die Spalten legt, um das so zu machen, was jetzt nicht so viel Sinn macht. Der Nachbar sozusagen wäre die sogenannte Tabelle. Die Tabelle ist folgendes. Wenn ich hier reinklicke und Nachbar im wahrsten Sinne des Wortes hier links davon klicke, dann ist das Ganze jetzt so left to right. Das heißt, was ihr hier habt, wenn ihr schaut, ist die Möglichkeit, hier das Ganze nicht jetzt XY darzustellen, sondern schön von links nach rechts in Spalten als Tabelle. Ihr seht also hier die Marke, das Jahr und eben auch die Zahl, die Metrik dazu, Anzahl von County. Das würde reichen, wenn ihr das einfach so schön, simpel, strukturiert von links nach rechts dargestellt haben wollt. Wenn ihr es allerdings im Zusammenhang sehen wollt, so im Koordinatensystem, ein Klick auf Matrix, etwas angepasst das Ganze, in dem Fall passt sogar schon, und ihr könnt das Ganze wieder so in eine Matrix überführen. Also das zum Thema datengetrieben. Ich würde euch am Ende des Tages eher zur Matrix raten, weil ihr einfach mehr Möglichkeit der Darstellung habt. Aber wenn ihr simple Daten darstellen wollt, eben so in Tabellenstruktur, dann wählt die Tabelle aus. Bei Fragen zu den einzelnen Anwendungsfällen für die einzelnen Visuals, einfach unter die Kommentare. So, schauen wir uns mal die ersten grafischen Elemente auf dieser Seite an. Was ihr seht, ist ein Kreischart. Ein Kreischart ist ähnlich wie bei Excel, könnt ihr verwenden hier. Um hier seht ihr, für eine Kategorie hier Werte prozentual darzustellen. Das heißt, da wird hauptsächlich verwendet, um mit einer Legende hier eben Prozentanteile darzustellen, ähnlich wie ihr es von Excel kennt. Das ist also nicht viel anders. Natürlich habt ihr die Möglichkeit, bei Power BI mit Klick auf eine andere Visualisierung das Ganze zu überführen in ein gestapeltes Balkendiagramm, in einen Säulenchart. Also ähnlich wie ihr es von Excel kennt. Es muss natürlich der Charttyp irgendwie passen. Das zum Beispiel passt überhaupt nicht 100%. Linienchart würde ich auch nicht verwenden. Dann würde ich am ersten eben auf das Kreischart, wenn ihr vor allem Prozentanteile darstellen wollt, irgendwie im Excel, dann macht das am besten mit einem Kreis-Visual. Wenn ihr eher so die Vergleiche gegenüberstellen wollt, dann würde ich euch doch eher empfehlen, hier auf diese Balken- oder Säulendarstellung zu switchen. Aber ein Klick und Power BI macht den Rest. Also mit den Charts habt ihr die Möglichkeit, ähnlich wie im Excel das Ganze hier zu grafisch zu unterstützt darzustellen. Was ich euch jetzt noch zeigen möchte, ist ein, ich würde nicht sagen Spezialfall, aber ein bisschen eine Abhandlung, das heißt Tree-Map-Chart. Ein Tree-Map-Chart ist so ein Flächenverteilungschart, vielleicht kennt es die eine oder andere von euch von Excel. Im Power BI könnt ihr das mit den sogenannten Drill-Downs und Drill-Ups quasi, wenn ihr wollt, kombinieren. Was heißt das in der Praxis? Was ihr seht, ist diese Visualisierung hier. Das ist ein Drill-Down-Chart hier. Da wird jetzt hier in die Kategorie, seht ihr, werden mehrere Sachen eingeschmissen, also Make und Model und hier der Wert. Ihr seht hier verschiedene Automarken, Tesla, Nissan, Chevrolet und so weiter. Und die zweite Ebene ist das jeweilige Modell. Wenn ihr in einem Tree Map sowas platziert, so ebenerweise eben das so reinzieht hier, dann bekommt ihr diese Drill-Down, Drill-Up-Pfeile. Kurz erklärt, das ist die erste Ebene. Ihr seht jetzt hier, die erste Ebene ist nur rein Make, also die Automarke.
Wenn ihr auf diesen Doppelpfeil klickt, dann wählt ihr den nächsten Ebene, in dem Fall das Modell. Das heißt, ihr seht jetzt hier Modell 3, Modell Y, Leaf, also verschiedene Modelle. Das sind schon ein bisschen mehr jetzt natürlich. Wenn ihr wieder rauf wollt, hier Pfeil nach oben. Zack, und ist er wieder oben. Wenn ihr da drauf klickt, habt ihr so eine Kombination aus beiden. Also ihr seht zum Beispiel hier Tesla Modell 3, Tesla Modell Y und so weiter und so fort, Nissan Leaf. Muss natürlich vom Platz her passen. Das war jetzt eher nur so Demonstrationszwecken, da würde ich dann mal schon ein bisschen mehr Platz auf der Seite euch reservieren. Aber dass ihr nur seht, dass ihr hier wieder mit dem da arbeiten könnt und hier wieder nach oben gehen könnt. Eine ganz spezielle Geschichte bei diesem TreeMap, Trail Up Till Dawn, ist der simple, unscheinbare, einfach Pfeil nach unten. Wenn ich hier draufklicke und jetzt innerhalb von Nissan bleibe, dann wird er durchscrollen auf die zweite Ebene innerhalb von Nissan. Seht ihr, wenn ich zurückgehe und auf BMW gehe, habe ich jetzt hier die ganzen BMWs auch, X3, i3 und so weiter. Das heißt, er bleibt dann in der jeweiligen Ebene drinnen, wo ihr dann weiter runter drillen wollt, solange das hier aktiv ist. Wieder zurück, Tesla, und jetzt habt ihr die Tesla-Modelle hier und dann wieder zurück. Das heißt, damit habt ihr verschiedene Möglichkeiten, wenn ihr wollt, jetzt quasi zu wechseln zwischen erster Ebene, zweiter Ebene, in ebenerweisen rauf und runter zu drehen. Falls euch diese grafische Struktur irgendwie nicht zusagen sollte, ein Klick im Powerbuy und diese Sache ist erledigt. Ihr wählt das Visual aus und ihr switcht einfach auf Matrix, die wir vorgesehen haben. Und jetzt könnt ihr das Ganze euch so vorstellen. Ihr habt auch die Trilldown-Pfeile, nur halt eine datengetriebene Trilldown, Trill-Up oder beides. Ihr könnt natürlich auch das Visual kopieren und links TreeMap, rechts Matrix und das Ganze einmal datengetrieben, einmal visualisiert darzustellen, so als Dashboard innerhalb vom Desktop-Client, nicht am Webservice. Also, kurz gesagt, TreeMap, tolle Sache, wenn ihr grafisch unterstützt, hier so diese Ebenen darstellen wollt. Ja, zum Beispiel Klassiker wäre Kategorie, Unterkategorie, Produkte, Jahr, Quartal, Monat und so weiter und so fort, habt ihr Möglichkeiten. Das Linienchart würde ich ähnlich angehen wie im Excel. Da würde ich auf der Achse hier unten hauptsächlich eine Zeitkomponente platzieren. In dem Fall seht ihr hier auf der Achse hier das Transaction hier. Ich werde mal ganz simpel hier das mal so machen. Ihr seht also hier folgendes. Ihr seht also hier das Transaction hier und hier einfach Zahlen. Anzahl von County. Das Thema ist nämlich bei den Linienchart ist folgendes. Wenn ihr auf der X-Achse ein Nicht-Zeitkomponente platziert, zum Beispiel Kategorien, ja, die Linien, die vermitteln eine Abhängigkeit. Ja. Man glaubt dann, dass die irgendwie, wenn ich hier zum Beispiel hier die X-Achse-Transaction hier mal weg tue und zum Beispiel das Make reinschmeiße in die X-Achse, dann schaut das jetzt so aus, dann glaubt man, dass die irgendwie miteinander connected sind. Die sind aber voneinander unabhängig. Ja. Es ist keine Korrelation da. In dem Fall würde ich euch also wirklich empfehlen, dass ihr auf die X-Achse im Endeffekt mehr oder weniger immer einen Zeitkomponente schmeißt für das Transaction hier. Ja. Und da könnt ihr dann hier sehr schön das Ganze abchecken. Und das letzte Visual ist der berühmte Slicer. Der Slicer hier ist dieses Visual. Und der filtert in dem Fall Transaction hier. Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Hier könnte ich jetzt sagen 2019, 2021. Hier beide Jahre anzeigen, Mehrfachauswahl oder rausradieren. Hier habe ich so ein kleines Textfeld reingeschmissen. Auch hier, das könnt ihr machen, hier ein Titel. Ja, das ist einfach nur dazugegeben. Im Endeffekt, wenn ihr den Slicer anklickt, würde ich euch empfehlen, hier zu arbeiten mit den Formatierungen, Slicer-Einstellungen, Stil, Dropdown, Stil, vertikale Liste. Wenn ihr das so machen wollt, da habe ich jetzt wenig Platz. Wenn ihr wenig Platz habt, so wie hier, werdet ihr wahrscheinlich eben auf das Dropdown gehen, um da den Platz zu sparen. Ja. Prinzipiell würde ich euch folgenden Tipp geben, dass ihr nicht zu viele Visuals auf der Seite platziert. Weniger ist mehr. Man sagt normalerweise, dass man 4 bis 6 Visuals auf der Seite platzieren sollte. Mehr nicht. Und dann, wie gesagt, kann man hier mit dem Ganzen hier arbeiten, wenn ihr wollt. Ja, das ist das Thema. Die Anordnung übrigens, da unterstützt euch diese Linie. Diese Seite ist sicher nicht perfekt, die kann man sich noch perfektionieren, da kann man sich noch wesentlich besser das Ganze oder besser darstellen. Das Ganze, das waren nur so ersten Demonstrationszwecken. Das ist schon ziemlich ein Limit, was die Anzahl betrifft. Ja, also das geht noch. Ich würde aber eher im Zweifelfall eher die Information, wenn möglich, auf 2 Seiten unten platzieren. Dann habt ihr wesentlich bessere Möglichkeiten, das Ganze zu checken natürlich. Ja. Aber im Prinzip solltet ihr das sehen, ihr könnt hier mit diesen Visuals arbeiten, die platziert ihr. Ihr habt datengetriebene Auswertung, ihr habt Chart. Auswertungen auf verschiedene Art und Weise. Ihr habt die Möglichkeit zu filtern und natürlich die Interaktion. Die Interaktion, wenn ihr hier schaut, hier
das ist ja eine der Stärken von Power BI, dass man hier so Entwicklungen, Zusammenhänge erkennbar machen kann, die Interaktion, die man übrigens auch steuern kann. Wenn ihr also Fragen habt zum Thema Interaktion zwischen den Visuals oder zu Visuals generell, dann zögert nicht mir in die Kommentare unten reinzuschreiben. Ich nehme gerne die Zeit, um jeden einzelnen Kommentar zu beantworten oder wenn ihr weitere Videoanregungen braucht, eben für eure Fragen zum Thema Power BI. Danke für eure Aufmerksamkeit und ich sehe euch im nächsten Video. We got the Power BI!